Hallo zusammen, willkommen back bei Cage Fish. Jetzt sind wir hier in der Tour unterwegs in St. Gallen mit dem Niki. Yes. Er hat mich eingeladen, hier mal zum Fischen und ein bisschen Diversität auf meinem Kanal zu bringen. Mal etwas anderes wie Hecht oder Barschfischen und Zander. Vor allem. Das ist eigentlich so der klassische Fisch in der Schweiz, für den die Schweiz auch bekannt ist. Das soll ja eigentlich ein Forellengewässer sein. Und vor allem Eröffnung ist zwar schon etwas länger her, aber wir probieren es jetzt trotzdem mal. Es ist fast Ende März. Die Bedingungen sind nicht ideal. Wie ihr seht, ist das Wasser ein bisschen angetrübt. Wir probieren es jetzt trotzdem. Es soll anscheinend recht gut sein für die grossen Forellen. Und vielleicht kann der Niki noch etwas sagen zu der Technik und wie näher so die Situation ist. Ja, wir sind jetzt hier an der Tour. Im St. Gallerischen Raum in der Nähe von Wattwil. Wir probieren jetzt mit Spinner, mit Gummifischchen, mit kleinen. Mal probieren, was läuft. Und wir haben eine leichte Trübung im Wasser und hoffen trotzdem, dass wir da vielleicht ein, zwei Bisschen überkommen. Und wir werden jetzt speditiv ein bisschen durchgehen, Spots abfischen, gute Spots rausholen und schauen, wo was läuft. Und jetzt hoffe ich, es läuft etwas. Ja, Mann! Yes. Let's go! So, das wäre unser erster Spot gewesen. Wir haben hier bei der Brücke angefangen und dann uns dort abgearbeitet. Und zwar haben wir diesen Spot ausgewählt, weil nach der Brücke fällt so eine kleine Kurve. Auf der anderen Seite haben wir die Aussenkurve, dort haben wir die Strömung. Und da, wo der Niki fischt, ist halt strömungsarm. Und vor allem im trüben Wasser kommen die Fische eigentlich aus dem Tiefen, aus der Strömung raus, ins Flache und gehen hier auf Nahrungssuche. Leider hat es bis jetzt noch keinen Fisch gegeben, aber wir haben auch erst gerade angefangen und darum sind wir optimistisch. Ich fische jetzt hier mit so einem kleinen Gümmeli und er fischt mit einem Spinner. Das sind eigentlich recht gute Köder. Der eine macht halt viel Druck und der andere sucht den Boden ab. Darum ja, mit System vorgehen, dann wird das auch etwas. So, da haben wir die nächste Kiesbank, wo das Wasser über die Steine schlägt. Und hier so an der Kante von der Aussenströmung sieht eigentlich nach einem Fisch da. Mal schauen, ob da etwas geht. So, jetzt sind wir hier an der legendären Eulenschlucht. Das sieht total geil aus. Schade, dass das Wasser so trübe ist und so viel Strömung Druck auf dem Fluss drauf ist. Aber mal schauen, wir sind optimistisch. Wir sind hier noch ein bisschen Spinnfischen. Das ist echt Hammer hier. Yeah, buddy! So, am Vormittag ist nicht viel gelaufen. Jetzt sind wir am Mittag uns aufwärmen, gehen essen, den Regen nachgelassen und jetzt sind wir am Nachmittag nochmal hier an einen guten Spot angekommen. Wie ihr seht, hier hat es auch recht Strömung, hier hat es etwas tiefere Stellen. Hier auch eine schöne Kiesbank in diesen Kurven. Ja, der Niki probiert es mit den Fliegen. Ich weiß nicht, ob das ein Verzweiflungsschimmer ist. Und der Levin mit der Laufrolle und ich bleibe beim Spindfischen und mal schauen, wer da das Erfolgskonzept
ans Tageslicht führen wird. He? Also bis dann, stay tuned, guys. Die ganz Verrückte unter uns, die wagen sich dort runter. Ich weiss nicht, ob man es sieht, aber hier unten ist die Niki. Ich probiere es hier am Felsen entlang, im Ecke, wo die Strömung auf den Felsen aufprallt. Und dann bildet sich die sogenannte Kirchströmung. Mal schauen, ob da etwas geht, ob er Erfolg hat und hoffe natürlich, dass er nicht ins Wasser geht. So, jetzt sind wir bei Dietfurt, ein Stück abgefahren. Nach dem Stauwehr haben wir das einen Wasserfall, der recht viel sauerstoffreiches Frischwasser zuführt. Jetzt mal schauen, was da geht. Wir haben halt recht Strömung drauf. Ich glaube, wäre das Wasser klar, können wir da garantiert mit einer Forelle rechnen. Und jetzt mal schauen. Wir probieren es auf jeden Fall. Also stay tuned. So. Kleine Bachforelle da. Schön. Hey Peter! Dankeschön! So liebe Leute, es ist Zeit zum Schluss machen. Wir haben noch ein paar Kontakte gehabt. Einmal ich, drei Stück und eine verwischt. Die haben wir noch gesehen. Es sind wirklich makellose, schön zeichnete Bachforellen hier. Und auch sehr kampfstark. Und was mir jetzt aufgefallen ist, eben, sie sind mehr so bei den Steinpackungen im kanalisierteren Teil gestanden, nicht in dem wilden, freilaufenden Teil, wo die Tour wirklich seine Bögen macht, sich durchschlängelt durch die Gegend. Das war eigentlich noch komisch gewesen, aber auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Und der Niki wird vielleicht auch noch etwas dazu sagen, ein paar Schlussworte. Ja, ich an meinem Haus hat leider geschneidert, ich bin jetzt nicht gegeben. Aber umso mehr freut es mich, dass er immer etwas hatte, der Besuch ist. Das hat mich richtig gefreut und ja, es war ein cooler Tag und ja, ich hoffe, er kommt dann wieder mal hin und dann können wir richtig schön abräumen. Die anderen Verhältnisse, schön, vielleicht schöneres Wetter, nicht mehr so Hochwasser, nicht mehr so trüb. Ja. Genau, es wird sicher noch mal einen zweiten Teil geben, wenn es ein bisschen wärmer ist und das Wasser klarer. Wie gesagt, das Wasser ist Hochwasser, es ist noch nicht eine braune Brühe, aber es formt sich langsam dazu an. Und es wird bestimmt einen zweiten Teil geben, hoffentlich dann wieder mit dem Niki. Yes. Und dann mit ein paar schönen Bachforellen. Also, danke nochmal fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.